Es ist mal wieder Zeit für Next Talk und ja, wir haben wieder ein spannendes Thema und ich muss jetzt mal kurz hier umstellen. Ich habe mich die Einstellung, genau, wir übertragen nämlich diesmal wieder über Zoom und ja, Winfried, du stellst mal Thema und Gast vor. Genau, also du hast ja genannt Cloud oder not to Cloud, aber heute sind wir mit Hendrik Kellermeier unterwegs. Also einen herzlichen Gruß erstmal nach Münster, Hendrik. Ja, vielen Dank. Und wir besprechen heute als Deep Dive, gerade aus aktuellen Gründen, so das Thema Cloud und On-Premise im Bereich HR-Software. Aber Hendrik ist ja gleichzeitig digitaler Mittelstand, repräsentiert damit Perbit und auch Vertreter der Zukunftsinitiative Personal. Insofern werden wir auch größere Bilder zeichnen und auch mit denen starten. Ich würde auch sagen, steigen wir ein direkt in Medias Res, Hendrik. Du meldest dich aus Münster, was halt ganz spannend ist. Ich hatte ja einen Artikel im Vorfeld über euch geschrieben, dass ihr als Vertreter der HR-Software-Branche so erfolgreich seid, sogar im Wettbewerb, manchmal mit internationalen IT-Konzernen. Wie der Andreas Gebhardt hatte mal vom digitalen Mittelstand geschafft. Also vielleicht stellt ihr euch mal als Vertreter des digitalen Mittelstands vor und vielleicht erläuterst du es auch mal, wie schafft man es aus Münster im Wettbewerb mit den internationalen Größen der Branche erfolgreich über Jahre schon zu bestehen? Naja, erstmal ja, herzlichen guten Tag für alle. Ja, wir bestehen seit 37 Jahren im Mittelstand und wir hatten eben zwei Pioniere des Personalmanagements als unsere Gründer, den Wolfgang Witte und den Richard Manuel. Und die haben eben sehr früh erkannt, dass Personalarbeit nicht nur mit Papier und Bleistift zu erledigen ist und haben 1983 zwei gute Visionen gehabt, die ihnen gehauen haben. Erstens, dass die Personalarbeit damals schon Unterstützung benötigt und zweitens, dass der PC das entscheidende Mittel ist. Und das war unser Glück. Und wir haben jetzt in 37 Jahren vier Software-Generationen hingelegt, die immer wieder State of the Art sind und unterschiedliche Plattformen bedient. Ich glaube, eins unserer Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir uns eben fokussieren. Wir fangen jetzt nicht an, alles zu machen, was das Personalwesen benötigt. Ich sage jetzt mal alles, vielleicht jetzt Zeiterfassung, Lohn und Gehalt und Personalmanagement, sondern dass wir sagen, nein, unsere absoluter Fokus ist Personalmanagement und das Personal. Ja, also vielleicht auch mal so als Bestätigung dieser Pionierleistung. 1983, alte weiße Männer wie Gunnar und ich, und du auch bald. Wir können uns noch dran erinnern, Gunnar, was das damals für eine Zeit war. Also da war das ja alles noch ganz neu mit PCs und so weiter. Und zum Beispiel, als die Personalwirtschaft 40-jähriges Jubiläum feierte, fand ich ganz spannend, den ersten Kopf, den man aufgelegt hat, war tatsächlich der von Wolfgang Witte. Und ich weiß gar nicht, wart ihr eigentlich in Deutschland oder auch darüber hinaus generell, wart ihr mit die Ersten, die, glaube ich, den PC überhaupt dafür eingesetzt haben? Also wäre vielleicht auch mal ganz spannend zu analysieren, wann sind eigentlich die anderen Großen der Branche heute letztendlich entstanden? Ich glaube, Deutschland und Europa, das haut schon hin. Amerika ist ja immer fortschrittlicher gewesen. Und auch die ersten Kunden von Perbit waren eben Unternehmen aus Amerika, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Da sieht man schon, die waren früh mit dem PC dabei. Und wenn wir damals in der Anfangszeit zu einem Kunden kamen, dann mussten wir den PC einrichten. Wir mussten denen zeigen, wie man mit Word schreibt. Also die ganzen Dinge von der Schreibmaschine auf dieses Gerät verlagern. Ich bin dann 10 Jahre später gekommen, aber ich kenne noch Trainings, wo wir dann mit Windows ankamen und Doppelklick in den Trainings geübt haben, damit die überhaupt irgendwas bedienen konnten. Das war wirklich abenteuerlich, ne? Der Doppelklick als Schlüsselqualifikation für die digitale Welt. Ja, also eigentlich müsste der Wolfgang als Pensionär, obwohl er ist ja eigentlich in einem Unruhezustand, müsste er da mal eine Geschichte der Digitalisierung, insbesondere in der HR-Branche, letztendlich schreiben. Und tatsächlich, wenn wir heute über Transformation sprechen und wie kriegen wir da die nächste Stufe, da muss man halt sehen, damals mussten die Leute von Schreibmaschine auf Doppelklick umgewöhnt werden. Das ist so, ne? Und was halt ganz spannend ist, der Andreas Gebhardt, den ich ja schon erwähnt hatte, Gründer der Geschäftsführer der Republika.
Sowas schiebt immer der Gunnar ein, weil der schafft immer den Kontext, den ich immer ignoriere. Ich denke, die Leute da draußen, die googeln dann und so weiter. Aber der Andreas Gebhardt, Gründer der Republika, der hat halt gesagt, Geschäftsführer hat halt gesagt, ich habe es nicht gegoogelt, der hat halt gesagt, wir gucken immer nur auf die hippen, immer auf die hippen Startups, oder wir denken, Deutschland muss mit den Startups rocken, was natürlich auch ein ganz wichtiges Feld ist. Und genauso wie wir früher gesagt haben, nur Siemens und Daimler zählen, bis da der Hermann Simon glücklicherweise die Hidden Champions entdeckt hat und gesagt hat, das ist eigentlich unsere Power Force, hab ich das Gefühl, und hier Gunnar und ich thematisieren das auch, und Gunnar, ich glaube, du siehst das auch, dass gerade so diese Mittelstandsführer letztendlich im Digitalisieren einfach übersehen werden. Wir haben ja auch mit MPDV zum Beispiel auch mal jemand aus einem anderen Feld, Fertigungs-IT, vorgestellt. Und wenn man zum Beispiel die Benchmarks sieht, ihr habt ja diverse Auszeichnungen kassiert, und in den Benchmarks steht ihr halt oft beim Recruiting, beim Talentmanagement, steht ihr dann sogar oberhalb der großen internationalen Player. Jetzt gehe ich mal davon aus, du bist ja eine ehrliche Haut, Hendrik, dass ihr das nicht bezahlt habt, sondern dass das eine faire Studie war. Ja. Also, jetzt darfst du nicht zucken, Hendrik. Ne? Nein, ich aber, glaube nicht so. Ich sagte, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Studien einem angeboten werden, wo man wirklich sagt, ihr habt gewonnen. Ich sage, wie gewonnen? Na ja, für 9.999 Euro dürft ihr das auch sagen. Ne? Ja, sag ich, sehr kein gut. Interesse. Ne? Also ja. Ich bin gerade als Gründer des Jahres unter die Top 10 gezählt worden. Für 1.200 Euro darf ich das sagen. Ah, okay, oh, sehr gut. So, aber, jetzt wirst du abgemahnt, weil du nicht gezahlt hast für dieses. Ich sage nicht, in welchem Medium das war. Ja, aber ich verleihe dir den Titel. Nein. Ja. Also das ist ein offizieller Titel gewesen, und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir uns da wirklich auch gegenüber Spezialisten, meinetwegen im Recruiting, durchgesetzt haben, und dass einerseits wir als Firma hochbewertet wurden und andererseits das Produkt auch hochbewertet wurden. Also beide Teile spielten hier eine große Rolle, und das ist uns mehr wert, als wenn jetzt irgendeine Jury das auseinandernimmt. Es ist vom Markt, von Kunden bewertet worden. Das finde ich spannend, so Wisdom of the Crowd. Es gibt immer mehr Analysten, die auch darauf basieren. In anderen Bereichen, zum Beispiel Dresdner kenne ich, machen so etwas. Also das finde ich ganz spannend, weil man eine gewisse Objektivierung da reinbringt. Aber gut, du wolltest... Ja, ich habe eine Frage noch, eine Nachfrage zum digitalen Mittelstand, um bei dem Thema noch zu bleiben. Du sagtest ja, am Anfang kamen so die Kunden aus den USA, weil die vielleicht einen Ticken weiter waren. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Sohn, wo wir uns über die Digitalstärken und Schwächen von Amerika in der Jetztzeit auch unterhalten haben. Und er sagte, es gibt beispielsweise kein Top-Gamer, ja, von Weltgeltung aus den USA. Hauptgrund: das scheiß Internet, was sie haben in der Breite, ja. Also es USA wird an der Stelle maßlos überschätzt. Wenn man Kalifornien und Ostküste abzieht, bleibt nicht viel übrig. Also ist das nicht dann die Stärke des digitalen Mittelstandes in Deutschland? Ja, also wir müssen ja zwei Sachen betrachten. Einerseits ist es der Nutzer, der etwas nutzen darf und will, und andererseits sind es die Entwickler. Und ich glaube, wir Deutschen sind manchmal zu langsam, zu vorsichtig, und wir haben sehr viele Hürden. Die DSGVO ist ja jetzt erstmal eine europäische Hürde geworden, aber es gibt eben sehr viele Richtlinien und sehr viele Ängste, vielleicht auch etwas umzustellen. Und manchmal muss es einfach diesen Druck geben, diese Pain, haben wir mal in der Vorbereitung gesagt, geben, dass ich sage, ich muss jetzt was ändern. Und jetzt ist ja was gekommen dieses Jahr, was ja keiner vorhersehen konnte. Dass wir auf einmal da in einer Pandemie stehen und alles in Frage gestellt wird. Genau, weil das ist unser zweites großes Bild. Es wurde ja viel gesagt, nicht der CEO, nicht der CIO, sondern Covid ist der Treiber der Digitalisierung. Ja. Der Thomas Sattelberger hat auch die Bedeutung letztendlich herausgestaltet. Du thematisierst das ähnlich für die HR-Branche. Gunnar und ich hatten mal mit der Anina Hering von Indeed, du bist ja auch im Beirat der Zukunft Personal, da kennst du ja den Herrn Henskens. Und da haben wir mit der Anina mal die Arbeitsmarktdaten angeguckt, auch für ITler. Und die widersprachen so einer ganz großen Euphorie. Da sah es eher so aus, dass so Zwangsdinge wie Remote Work jetzt gemacht werden, weil man es muss. Wie erlebst du das jetzt, diese Corona-Zeit, was jetzt Digitalisierung in der HR angeht?
Ist das der richtige Push oder ist das eher ein Verhinderer von Innovationsprojekten in der HR? Ich glaube, unsere Pre-Sales-Phase dauert länger an als jetzt von Februar, März bis jetzt. Deswegen kann man das vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Aber wir sehen natürlich, dass unsere Kunden schneller wieder da waren, schneller wieder was machen konnten als andere Kunden. Wir selber haben das Glück gehabt, dass wir letztes Jahr bei uns intern die Digitalisierung nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht haben, weil unser Anspruch war, egal wo unser Mitarbeiter ist, er muss in Projekten 1:1 mitarbeiten können. Und wir haben einfach früher nur Videokonferenzen in unseren reinen Konferenzräumen veranstalten können. Und jetzt kann man, egal wo man ist, sich zuschalten und arbeitet an den gleichen Dokumenten. Es geht nicht nur um die Technik, sondern auch die Befähigung, dass es jeder nutzt und nutzen kann und bedienen kann. Nicht, dass eine Panik auftritt, wenn man sich dazuschaltet oder irgendwas. Ne? Das ist für uns ganz wichtig. Und deswegen haben wir gemerkt, als wir am 16. März unseren Mitarbeitern um 16 Uhr gesagt haben, wir gehen alle nach Hause, alle hieß 85%, dass alle am nächsten Morgen um 8 Uhr da waren. Wir haben die Telefonanlage, alles war grün und alle waren da und die Kunden konnten uns erreichen. Das hat gar keiner gemerkt, wo wir waren. Und das war einfach ein Zeichen, wir haben was richtig gemacht. Und dann haben wir voll gemerkt, remote. Wir waren quasi sofort in einer Sekunde remote. Und dann war es so, dass wir gemerkt haben bei den Kunden, so 2-3 Wochen haben die gebraucht. Und wenn wir Kontakt mit manchen Kunden haben, dann hieß es so, ja, wir sind im Homeoffice, aber das und das habe ich noch nicht. Und ein ganz wichtiger das und das ist zum Beispiel die Akte. Also da haben wir haben ja ganz früh begonnen, uns um die elektronische digitale Akte zu kümmern. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ausholen soll. Doch, gerne. Also ich würde auch gerne speziell nachher über die digitale Akte, weil das ja auch deine Pionierleistung schon von der Diplomarbeit nochmal einsprechen. Aber du hast da jetzt letztendlich auch ein Thema angeschnitten. Das heißt, viele deiner Kunden oder du hast dann auch im Netzwerk eurer Kunden festgestellt, dass die eben nicht voll remote-fähig waren und tatsächlich Verhinderungen haben. Weil das ist insofern interessant, der Gunnar und ich, wenn ich da wieder auf die Anina zu sprechen komme. Die Anina hatte vom Zentralbank von Irland mal so eine Untersuchung. Wie gut haben Länder die Pandemie gemeistert und wie stark war die Remote-Fähigkeit? Und die Aussage war, Gunnar, ne, war ja die Aussage, je remote-fähiger ein Land ist, desto besser sind die durch die Pandemie gekommen. Und in gewisser Weise ist das vielleicht auch genau bei Unternehmen so. Also hast du auch gesehen, da gab es die Vorbereiteten und es gab so ein bisschen die Chaoten oder die Nachzügler. Ja, auch bei der Arbeitslosigkeit, bei dem Erhalt von Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Und wer hat abgelost? Die Digitalvorreiter UK und USA. Wer steht an der Spitze? Schweiz und Deutschland. Ja, also bei uns war es so, dass wir natürlich auch laufende Projekte hatten und die Projekte wurden bis dato, sagen wir mal, zu mindestens 80% die Einführungsprojekte vor Ort, on-site beim Kunden gemacht. Und jetzt auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, was bricht das ein? Und wenn die Kunden da nicht mitmachen, ne? Alle Projekte laufen heute online. Alle Projekte konnten so durchgeführt werden. Und wir haben sogar gemessen gegenüber Vorjahr eine höhere Zahl an Stunden. Da muss man unserem Consulting wirklich ein Riesenkompliment machen, wie schnell die sich auf diese Sache eingestellt haben und wie schnell die Kunden mitnehmen konnten, glaubhaft mitnehmen konnten. Wenn die sagen, Mensch, das ist aber schlechter, ich habe da das Gefühl, ich werde gar nicht so gut beraten. Nein, es ist genauso weitergegangen und deswegen stehen wir heute sehr, sehr gut da. Ja, in gewisser Weise ist ja fast eine schöne Lernkurve, nämlich die Tatsache, wie viel der Gunnar ist ja so ein Promoter von tatsächlich Verzicht von diesem ganzen Pendelreisen, ob das jetzt ins Office ist oder letztendlich zum Kunde. Und eigentlich muss man ja sagen, das ist ja unproduktive Lebenszeit. Also ich habe das, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, immer sehr, sehr gut im Bordrestaurant nutzen können. Ja. Das hat mir für meine Körperlichkeit nicht immer gut getan. Aber es ist natürlich eigentlich verlorene Lebenszeit. Und ja, wenn die Leute mal in dem Kopf
den Schalter umlegen. Und der Guido Zander hat Ähnliches für SSZ. Da hatten der Gunnar und ich schon ein Interview, dass er gesagt hat, die Leute, manche brauchten allerdings Zeit, bis sie da Vertrauen hatten und auch bis es geklappt hat. Also es hat nicht immer direkt geklappt. Aber wenn der Schalter umgelegt wäre, dann wäre das eine unheimliche Lernerfahrung. Nämlich, dass man sagen würde, die Unternehmen haben gelernt, der Mensch muss nicht direkt neben mir sitzen. Und das ist ja das ähnliche Vertrauen beim Dienstleister wie beim Mitarbeiter. Auch der Mitarbeiter, der muss nicht im Nebenbüro sein und kann trotzdem arbeiten. Man glaubt es kaum. Und also das die ist Arbeit auf jeden Fall. Ne? Es ist eine gewisse Kulturfrage, ob man alles remote machen kann. Mein Geschäftsführerkollege Jörg Lausch und ich, wir sind uns einig, dass wir eine komplette Kultur, wie wir sie bei Perwelt erleben, nicht remote hinbekommen. Und dass wir schon das Miteinander auch mal brauchen, ob es ein Geburtstag ist, den wir feiern, oder irgendein Jubiläum, was wir ja häufiger feiern dürfen. Das kann man mal mit einem E-Coffee machen, das kann man mal mit einer gemeinsamen Schaltung machen, dass man sagt, Mensch, diesen 50. Geburtstag, da schalten wir jetzt mal 60 Leute zusammen und alle feiern. Aber es wird auch was bleiben und wieder da sein, dass ich vor Ort fahre, aber doch nicht mehr 100%. Ja, aber das wird ja auch inflationär als Argument genannt gegen Homeoffice. Ich habe ja Reportagen gemacht über Firmen, die zu 100% über Cloud-Belegschaften organisiert werden, und die feiern natürlich auch Geburtstag zusammen und machen Partys und treffen sich und verbinden sich und connecten sich und da entstehen Freundschaften. Also es ist einfach eine Illusion, das immer nur als Gegensatz zu Cloud-Belegschaften Nein, das ist richtig. Sehen. Aber manche neue Mitarbeiter beim Onboarding, ja, tut man sich schon schwerer, irgendeinen wild anzurufen. Also bestehende Kontakte, da gebe ich recht, dass es so ist. Ne? Aber man muss eben sehen, wo ist es sinnvoll und wo muss ich irgendeinen abholen. Wir hatten die Diskussionsrunde mit Professor Felder, wo er ganz klar sagte, Mensch, die strategische Rolle hat sich ja mit einem Schlag der HR geändert. HR ist auf einmal so ein bisschen der Möglichmacher, der Antreiber von Digitalisierung. In vielen Unternehmen hat das auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Und da spielte das Personalmanagement auch eine große Rolle. Siehst du das ähnlich? Also wir haben gerade über den Doppelklick gesprochen. Ich habe mal ein Interview mit dem Trendforscher Professor Wippermann geführt, der sagte, ja, Personalmanagement, das sind doch die mit dem Rücken zur Digitalisierung und zur Technik stehen. Also da hat sich jetzt wohl Erhebliches geändert. Oder nicht? Ja, wir sehen das an einem zweiten Punkt, den wir letztes Jahr ganz stark fokussiert haben. Das ist unsere mobile Strategie, dass wir eine neue App auf den Markt gebracht haben. Insbesondere, wir haben jetzt keine Technik auf den Markt gebracht, sondern wir haben Lösungen auf den Markt gebracht. Wir haben gesagt, was ist das Use Case? Und dann haben wir gesagt, wir konzentrieren uns bei dem Smartphone auf den Mitarbeiter. Was braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wenn sie unterwegs ist? Und das ist natürlich klassisch der Urlaubsantrag, sitzt mit der Familie zusammen, sagt, ich will jetzt aber schon das Ganze machen und kann das von zu Hause aus machen, sieht, wie viel Resturlaub hat sie, ne? Oder hat er. Und das Gleiche gilt natürlich, ich bin jetzt krank und wie kriege ich meinen gelben Schein dahin? Nächstes Jahr soll ja alles besser werden, dann geht es direkt vom Arzt zur Krankenkasse. Aber ich kann ein Foto machen und dann wird das direkt in der Personalabteilung vorgelegt. Ne? Also alle Dinge, die ich von zu Hause machen kann, Kilometer eintragen, meine letzten Zeugnisse sehen, vielleicht auch einen Gehaltszettel abrufen. Alle Dinge, wir versuchen das, was er machen will, von zu Hause zu machen. Das hat natürlich jetzt stark geholfen. Die waren zu Hause. Und zwar nicht nur abends, sondern die waren den ganzen Tag zu Hause. Ne? Und konnten mit der Personalarbeit digital kommunizieren. Damit kommen wir ja zur Digitalakte, in gewisser Weise, sagen wir mal, als Gesamtframework. Vielleicht jetzt fängst du mal von den Ursprüngen deiner Diplomarbeit. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wann war das überhaupt? Und warum ist die eigentlich so im Zentrum letztendlich der Transformation von HR? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe irgendwann in Paderborn studiert, habe eigentlich Maschinenbau studiert und BWL, weil alle, die ich gefragt habe, bei mir in meiner Klasse gesagt haben, die studieren BWL in Münster. Da habe ich gesagt, ich studiere kein BWL und ich gehe nicht nach Münster. Beides hat sich erledigt. Jetzt bin ich als BWLer in Münster, aber in der Zeit habe ich den Professor Dangelmeier kennengelernt, der Hochregallager ja eher konzipiert hat für die Automobilindustrie. Mein Doktorvater übrigens. Da haben wir eine kleine Gemeinsamkeit. So, und er hat auf jeden Fall gesagt, wenn ich ein spannendes Thema habe, er würde gerne mal eine Diplomarbeit sozusagen bekommen.
Und da habe ich gesagt, ja, ich will auch was einlagern und es ist bloß nicht für die Automobilindustrie und es ist auch nichts so Großes, es ist eigentlich was Digitales. Und da hat er gesagt, okay, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber gerne doch. So, und ich bin damals mit Wolfgang Witte zusammengekommen, weil ich ihn schon so lange kannte. Er war Mitarbeiter meines Vaters. So, da haben wir den Bogen auch nochmal gerade gebracht. Und ich wollte immer Vertriebler werden. Und er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, wann wirst du fertig? Ich brauche einen neuen Vertriebler. Da habe ich gesagt, nächstes Jahr. Da sagt er, wunderbar. Hast du schon deine Diplomarbeit? Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Ich sage, ich habe ein tolles Thema für dich, die elektronische Personalakte. So, und dort, ich bin zusammengekommen mit dem Professor Dr. Hock von der Fachhochschule Kehl und dem Dr. Franz, der war externer Datenschützer von vielen Volksbanken, also komplett im genossenschaftlichen Bereich, kann man sagen. Und die haben in Deutschland Vorträge gehalten, wie man eine Personalakte richtig führt. Und dann habe ich mit denen das erweitert, wie man eine elektronische Personalakte führt. Wir haben einfach überprüft, wie ist eigentlich eine Gliederung, wie ist eine sinnvolle Gliederung, wenn ich den Datenschutz auch im elektronischen Sinne richtig wahrnehme und es alles richtig mache. Wann und war das nochmal? 1993, 1992, 93, 93, 94, 95 sind wir durch Deutschland getingelt und haben Vorträge gehalten darüber. Und wir haben auch Kunden gekriegt. Und das sind dann eben die Kunden, die mutig genug sind, sowas zu machen und die, zu sagen, ich traue mich auf die elektronische Akte. Und das sind häufig die in einem anderen Bereich schon Kontakt hatten zur Archivierung. Es waren Banken. Also unser erster Kunde war die Sparda Bank in Stuttgart, die heute mit Karlsruhe fusioniert ist. Also die waren der erste Kunde bei der elektronischen Akte. Ja. Und inwieweit steht es heute im Zentrum? Also gliedert sich quasi all eure Prozesse darum herum oder ist es quasi ein Teilbereich letztendlich? Also so Sachen wie Recruiting, Talentmanagement und Ähnliches. Also die elektronische Personalakte ist eine ganze Zeit lang, hat so ein stiefmütterliches Wesen bei uns geführt und wir haben sie gar nicht so stark mehr verfolgt, weil es war einfach, andere Themen waren wichtiger und schienen auch vom Markt mehr gefordert zu sein. Und irgendwann kam das Thema wieder hoch, das sagt, Mensch, die Akte. Und ich bin mit einigen Beratern zusammengekommen, haben gesagt, Mensch, da müsst ihr mehr rein investieren. Akte ist das Thema. Und dann haben wir 2018 unsere Akte, so wie wir sie hatten, sie war mehr oder weniger ein Korb von Dokumenten, aber nichts mehr, also ein gut sortierter Korb, der eben über unser Personalmanagementsystem bedient wurde und haben jetzt sozusagen ganz neu konzipiert und jetzt ist eben das Thema DSGVO-konform, wann muss was gelöscht werden, wie gestalte ich temporäre Zugriffe, also da ist also viel mehr reingekommen als vorher und es ist eins der Kernthemen im Augenblick im Vertrieb. Wir haben, das ist jetzt, sage ich mal, eine Zahl, in den letzten 12 Monaten 35 Aktenprojekte gehabt. Und das ist für uns sehr viel. Also so viel haben wir mit einem neuen Modul von Zelle. Also das heißt, da ist die DSGVO, sagen wir mal, ein externer Treiber, der letztendlich... DSGVO und aber auch die dezentral aufgestellten Personalabteilungen, die Anforderungen, dass irgendein Vorgesetzter, der ja jetzt Personalarbeit macht, der ja jetzt eine Beurteilung macht, der jetzt irgendwas machen soll und sagt, Mensch, kann ich noch mal den letzten Vertrag sehen oder könnte mir mal gerade das letzte Zertifikat sehen. Also ich muss jetzt auf für meine Beurteilung, für mein Personalwesen auf primäre Aktenbestandteile zugreifen und die ganze Akte gibt natürlich ungern raus. Alles und jetzt im Homeoffice. Ne? Also wunderbares Beispiel. Ne? Papier geht ja nun gar nicht mehr rüber. Ne? Ich müsste es ja faxen oder dem per E-Mail zuschicken und einscannen. Ne? Und wenn ich jetzt einfach sagen kann, ich gebe dir für 5 Tage den temporären Zugriff und wenn du noch einen Tag länger brauchst, ist auch okay, dann drücke ich nochmal auf den Knopf. Das ist natürlich, da bin ich natürlich meilenweit entfernt von denen, die normalerweise nur mit Papierakte arbeiten. Ja. Aber das wird jetzt erkannt. Es ist ein Selbstläufer, wir müssen es nicht erklären. Also was spannend ist, man sieht, bestimmte Features, ein bestimmter Fokus hat seine Zeit. Ja. Da ist es ganz hot und dann ist es vielleicht auch wieder Commodity. Mhm. Wir sind ja beide in der Zukunftsinitiative Personal und teilweise wurde die Digitalisierung von HR
wie überhaupt auch die Digitalisierung, stark unter so Effizienzgründen getrieben. Ja, da ist die digitale Akte natürlich auch hilfreich. Ist ja nicht nur so, dass sie DSGVO-konformer ist als vielleicht irgendwelche Excel im Chaos, sondern da auf der Basis kannst du natürlich auch Prozesse automatisieren, einfacher machen und ähnliches. Gleichzeitig haben wir so den Anspruch, Aufbruch in neue Welten, und irgendwann waren mal so neue Welten auch ganz neues Talentmanagement, auch wenn das jetzt schon in die Jahre gekommen ist. Wie hast du das so erlebt, so ein bisschen die Transformation, und gab es eine Zeit vor Corona oder noch weiter zurück mit bestimmten Themen? Wie ist es in Corona und was erwartest du für die Zukunft? Also was ist so die Evolution der HR-Perspektiven, und ist es noch stark dieser Effizienzgedanke, oder ist es wirklich so, dass HR in so ein neues Paradigma, ich träume ja immer davon, HR als Partner der Transformation, die wirklich den Wandel voranbringen, die kulturelle Transformation, oder ist das alles nur Geschwätz? Ja, das war eine Frage, ne? Ja, okay. Das war ein großes Bild. Ein großes Bild, was ich dir jetzt klein zerstöre. Nein, also Spaß beiseite. Das Personalmanagementsystem war in Anfangszeiten mehr ein Auswertungssystem. Ich habe Reports gemacht, ich habe gezählt. Die Personalabteilung konnte noch nicht mal sagen, wie viele Mitarbeiter sie hatten, geschweige denn nochmal auch männlich, weiblich und so weiter aufgeteilt. Und damit haben wir schon stark geholfen. Und dann ist ja so langsam gekommen, dass ich gesagt habe, oh, ich muss meine Partner mit einbinden, ich muss die Abteilungsleiter, die Teamleiter mit einbinden, dann die Mitarbeiter mit einbinden. Und das wird jetzt eben immer mehr gesehen, dass es jetzt nicht ein abgeschlossenes System der Personalabteilung ist, sondern dass ich meine Stakeholder mit einbinden muss und dass es immer mehr werden. Also kollaborativ quasi, wie der Ralf das mal genannt hat, so eine Art HR als distribuierte Rolle. Jeder ist HR. Ja, ich bin der Master der Daten und ich sage, wer was wie wo darf und wer wie wo reinschauen darf, und mache das ganz selektiv und bin damit sicher, dass das ohne mich läuft, weil ich es so eingestellt habe und dass ich mich dann darauf verlassen kann. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Es guckt ja nicht jeder rein, es ruft einer immer noch an. Aber wenn ich ihm sozusagen was gebe und ihm zusätzlich noch sozusagen Hilfsmittel gebe, sich an bestimmte Sachen zu erinnern, dann schaffe ich es. Und das machen wir mit Prozessen oder mit Workflows. Jetzt kann man darüber streiten, was der richtige Begriff ist. Aber indem ich sage, der einfachste wäre jetzt ein Urlaubsantrag, aber den wir auch standardisiert so abbilden könnten. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Beurteilungsprozess oder ich habe einen Seminarantrag, und was muss der alles durchlaufen? Und wenn das Seminar länger ist als 3 Tage oder teurer ist als 500 Euro, dann muss doch ein zweiter gefragt werden. Diese ganzen Prozesse bilden wir ganz individuell ab. Und dafür brauchen wir keine Akte. Und dafür brauchen wir auch kein Papier. Das geht alles per Information. Und der bekommt ganz genau, derjenige, der antworten muss, bekommt genau diese Informationen detailliert, mundgerecht geliefert, und kann damit seine Entscheidung sehr schnell fällen. Aber auf welchen Status? Hier kommt ja meistens erst danach. Ne? Auf welchen Status befinden wir uns da wirklich? Also Collaboration-Tools werden abgejubelt. Das ist eine Frage jetzt hier von Ralf Korb. Da sagte, naja, das hatte Google schon vor 13 Jahren, ja, was wir jetzt bejubeln. Vielleicht waren sie nicht so richtig in der Lage, das zumindest ist meine Meinung, den Elfer auch zu versenken. Also das ist halt, glaube ich, die Dämlichkeit von Google, an bestimmten Themen frühzeitig dran zu sein, aber dann eben irgendwann die Lust zu verlieren. Aber ist denn da alles jetzt so toll, so neu, oder bewegen wir uns da im Kreis? Also wir können sagen, wir als Hersteller scheinen uns im Kreis zu bewegen. Aber der Kreis, würde ich sagen, der geht immer im Fortschritt. Also es ist eher eine Spirale, die nach oben geht. Aber ja, es werden natürlich häufig bekannte Themen in neue Flaschen gepackt und wieder neu verkauft, weil wir hatten alle Themen, so viel hat sich auch nicht geändert. Ne? Und jetzt heißt es, die Corona-Krise bringt ja eins zum Tage, es zeigt ganz stark, wer ist so weit und wer ist nicht so weit. Deswegen haben wir ja auch diesen Spruch, die Corona-Krise ist der Lackmustest und der Katalysator für die Digitalisierung. Jetzt erkennen die Personalabteilung, was nicht richtig ist. Und jetzt müssen sie, also wenn jetzt nochmal sowas passiert in 1 oder 2 Jahren und die sind immer noch nicht so weit, dann können die ja nicht sagen, ja, da
damit war nicht zu rechnen. Also jetzt müssen sie aber mit rechnen. Ne? Und deswegen hilft uns das, so traurig diese ganze Krise jetzt ist, ne? Aber dem Personalwesen hilft es, endlich vielleicht auch die Gelder zu bekommen und endlich diese Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man sagt, so jetzt, wenn wir wahrgenommen, jetzt seht ihr, was ihr uns immer vorenthalten habt. Wir haben schon lange nachgerufen, es waren schon lange Lösungen da. Ne? Die Lösungen werden immer besser, das kann ich natürlich sagen. Je länger ich warte, desto besser ist die Lösung, die ich bekomme. Ja, genau. Also ja. Wie beim Fernseher, wenn ich ihn kaufe, ist er alt. Ne? Aber wir haben den großen, großen Vorteil, dass wir unsere Systeme immer updaten können. Und die Systeme entwickeln sich ja auch weiter und auch unsere Kunden entwickeln sich weiter. Lernkurve. Also man muss sagen, wer früher anfängt, geht auch früher in die Lernkurve. Ne? Also genau. Ist ja auch positiv. Und das ist eben dieses Passgenau, was wir versuchen zu machen, vom Anfang an und auch später mit ihm entwickeln. Und das ist das, was wir als HR-Identity sehen, dass die Identität der Personalabteilung sich verändert und wir mitgehen. Und trotzdem bekommt er am gleichen Tag bei uns das Update wie einer, der vielleicht nichts angepasst hat. Genau, also ich finde das spannend, dein Spiralmodell. Ich weiß nicht, ob du das jetzt spontan erfunden hast oder ob du das nutzt. Sehr gut. Nee, weil tatsächlich, dann solltet ihr es öfters kommunizieren, weil ich habe mich auch gefragt, gab es irgendwie Magic Boxes wie Talent Management? Plötzlich war alles Talent Management, ja, plötzlich war alles digitale Akte, plötzlich war. Aber vielleicht ist tatsächlich doch eine demütigere oder eine realistische Phase, dass es eigentlich schon alles irgendwie, und wenn es stümperhaft war, irgendwie schon gab und man eher in so qualitativen Zyklen sich langsam nach oben zieht. Ne? Und man muss ja auch sagen, man muss die Organisationen und die HR-Abteilung ja auch entsprechend nach oben ziehen. Ja, konnte man, wie du sagst, irgendwann mussten sie einen Doppelklick lernen. Ne? Und wenn sie einen Doppelklick gelernt haben, da konnten sie auch Akte, ja, und ja. Und so peu à peu kommt auch die HR-Abteilung in die Zukunft. Aber jetzt mal, du hast ja Einsicht hier über 1000 Projekte, haben wir im Vorfeld gesagt, in ganz viele HR-Unternehmen. Ich bin ja, obwohl ich es nicht wollte, zum HR-Influencer auserkoren worden. Ach was? Ja, ist so. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Nein, das Thema ist, ich habe zur HR, es gibt einige, der Rainer Strauch zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, er liebt die Personaler. Ich habe so eine ambivalente Einstellung. Ich finde ganz viele tolle Personaler. Also wirklich, wo ich weiß, Marc Wagner, ein sehr guter Freund von mir, ist jetzt auch Personaler geworden. Ne? Wo ich einfach sage, die machen wirklich Transformation. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so auf die Zukunft Personal war, da hatten wir mal einen Vortrag gemacht von der ZIP, so, und da habe ich gefragt, hey Leute, Chaka, wer macht Transformation? Da hatte eine Personalerin so halb die Hand, und als ich sie ansprechen wollte, war die Hand auch schon wieder unten. Ne? Ja. Also jetzt mal ganz realistisch. Ich glaube, dass man tatsächlich technologisch und effizienzorientiert, dass sich das so hochdreht. So, jetzt die Rolle der HR. Wir als Zukunftsinitiative Personal wollten ja immer, dass HR der ganz tolle, ermöglicht die Arbeitswelt im Wandel, was ja sehr visionär war, als die ZIP gegründet wurde. Da hat noch keiner über New Work gesprochen. Aber leisten die das denn auch? Oder sind das immer noch die humanen Ressourcenverwalter? Wenn du nicht sprechen kannst, dann skippen wir die Frage und gehen zurück. Nein, es gibt solche und solche. Wie überall, es gibt welche, die einfach sagen, ich digitalisiere, weil ich das, was ich früher auf Papier gemacht habe, jetzt mit dem Computer mache. Da würde man sagen, das ist ein anderes Medium, aber das ist keine Digitalisierung. Ich muss was verändern und ich muss im Mindset was ändern und ich muss eben dort, wo die Information benötigt wird, die auch an die Information bringen. Deswegen ist es immer, es muss eine Transformation stattfinden von dem Ganzen. Ne? Wir können das aber gar nicht als Hersteller alles bewerkstelligen. Ne? Also wir sind diejenigen, die die Tools liefern, die sehr, sehr gute Consulter haben und die aus Lastenheften, die uns die Kunden geben, Pflichtenhefte machen und dann hinterher ein lauffähiges System. Und das ist schon das, was der Kunde sich gewünscht hat, das wird er bekommen. Aber einen kompletten Anstoß, wie muss er seine Organisation ändern? Da würden wir jetzt als mittelständisches Firma überfordert sein. Wir haben Partner, die dort Kunden helfen können, aber wir sind diejenigen, die wirklich die Technik dort ranbringen
um das zu ermöglichen. Und wenn einer, es gibt natürlich Kunden, die wenig haben wollen und die wirklich nur wirklich Papier und jetzt habe ich einen Computer, wunderbar, ich bin digital, die merken das jetzt leider auch in der Corona-Zeit, wenn alle Dass das zu draußen sind. kurz war. Dass das so kurz war, kurz gesprungen, ne? Kurz gesprungen. Ein sehr guter Test, den wir jetzt haben, und ich glaube, dass das jetzt viel erkennen und eben mehr machen. Eine Ergänzung zu dem, was Winfried gerade gesagt hat. Solange viele HR-Abteilungen eher technologiefremd sind, werden sie eher als Verhinderer wahrgenommen, schreibt hier Holger Gellhausen. Also es ist auch mein Eindruck, das sind häufig ja auch Juristen, die da seit Ewigkeiten in den Personalabteilungen hocken. Gerne So heute richtige, Psychologen. ja, Das ist so, ne? immer Sehr, sehr mehr, gern immer genommen. mehr, genau. Immer mehr. Ja, Ja. aber dennoch teilweise technologiefremd. Ja, also es ist interessant, tatsächlich ein ganz toller junger Vordenker der HR-Branche, der hat mal einen Artikel geschrieben, wo ich so ein bisschen im Ping-Pong den auch angeregt hat, und der hat halt gesagt, HRler und Transformation, da hat er gesagt, wo soll es denn herkommen? Hat gesagt, ein Drittel sind Juristen, ein Drittel sind Psychologen, und da habe ich gesagt, Chaka, wollte jetzt sagen, ein Drittel sind Transformatoren. Da hat er gesagt, BWLer oder was? nee, der hat gesagt, ein Drittel sind Teilzeitbeschäftige und das Einzige, was die interessiert, ist ihr Hausbau. Ne? So, Okay. und das war irgendwie, durfte aber nachher nicht veröffentlichen, wurde also zurückgepfiffen. Wer war es Aber denn? ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist Weiß man. jetzt, hat tatsächlich dann gewechselt. Du wolltest ihn nicht direkt in die Alumni-Gruppe schicken, das finde ich gut. Aber es Ja, ist also. der Thema, also derjenige, der doch jetzt so ein System einführt, sagen wir, der soll auf den Menschen achten, der soll auf seine Prozesse achten, der soll auf die Inhalte achten. Die Technik, die ist doch erstmal außen vor. Ich mache mir doch auch keine Gedanken darüber, wenn ich ein Auto kaufe, ob die Straße noch da ist. Ne? Was doch an Technik da benötigt wird. Ne? Ich suche mein Auto aus, weil ich sage, ich habe Kinder oder ich muss große Lasten tragen oder ich will schnell fahren, aber doch nicht, dass ich jetzt die komplette Technik verstehen muss. Ich glaube, das wird aber anders gemeint. Das wird nicht Ja. gemeint, dass jetzt jemand im Auto unter die Haube guckt, aber Ja, das oder ist der bei der Punkt, aber Digitalisierung. ich glaube aber Eat Your Own Dog Food zumindest, also dass zumindest das, was man an Analyse-Tools, an Technologien hat, dass man es auch Ja, das ist wirklich richtig. selber einsetzt. Und das sehe ich häufig nicht. Also wir hatten ja die Diskussion mit Fraunhofer IAO, mit Thomas Knüver und beispielsweise Führen auf Distanz, Kommunikationskompetenzen etc. Da sieht es manchmal relativ mager aus. Und da muss ich diese Technologien, wie Das ist wir das jetzt richtig. machen, auch einsetzen und proben Ja. und Erfahrungen sammeln. Und da habe Die ich manchmal auch Frauke, meine Bedenken, dass das so ist, ja. die Frauke von Polier hatten wir ja auch im Talk, Gunnar, von SAP, die hat immer gesagt, es wird in Zukunft eine mehrteilige HR-Abteilung geben. Zum Beispiel Datenanalystenkompetenz, dass man einfach sagt, da braucht man Leute, die haben Spezial-Know-how. Die hat gesagt, es gibt Transformatoren, vielleicht gibt es so eine Art Ambidextrie. Es gibt halt die, die machen halt Lohn und Gehalt, die machen einfach irgendwie Standardprozesse. Klar. Und dann gibt es tatsächlich die eher konsultativ-transformatorischen. Also ich glaube, da wird in Zukunft da auch noch eine Ausdifferenzierung sein. Und man muss natürlich auch sagen, sprechen wir hier über die großen Konzerne, über Das ist der Mittelstand. Punkt, Winfried. Also wir haben doch nicht überall 20 Leute in der Personalabteilung, ne? Und Pi mal Daumen sagt man ja 100 Manchmal ist Mitarbeiter die auf einer. Assistentin oder der Assistent vom Chef, ne, der nebenher noch Lohn Genau. und Gehalt macht, oder der Wirtschaftsprüfer macht das einfach mit, ne? Ja. Das Problem ist, dass die einfach eine Liste kriegen und dann haben sie vielleicht einen Studenten, der sagte, das muss das System alles können, gar nicht mehr auf sich selber gucken, sondern einfach nur noch die Liste abarbeiten, und die kriegen dann die einzelnen Firmen vorgelegt, und wer überall Ja sagt, der kriegt den Auftrag. Das kann es nicht sein. Und da werden viele schauen und sagen, verdammt nochmal, das war es ja doch nicht. Und es wird sehr viele Systemwechsel geben. Ja. Wir können glücklicherweise sagen, dass wir Kunden 25, 30 Jahre bei uns haben, die wirklich von DOS angefangen bis zur aktuellen Version alles mitgemacht haben und gesagt haben, nee, es liegt nicht an dem Produkt unbedingt nur, sondern an dem Ganzen. Ne? Es muss ja auch in der IT muss es gewisserweise menscheln. Ich muss denjenigen haben in der Hotline, auf den ich Vertrauen habe, den Consultant, zu dem ich Vertrauen habe, der Vertriebler, der da ist. Und das geht leider auch nur, wenn die Leute auch ein bisschen länger da sind. Ja, also so eine Art Trusted Partner. Ja. Also ich möchte auch nochmal betonen, es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Personaler. Jetzt hast du die gesagt, die Technologie ist nicht so wichtig. Aber du hast ja selber damals mit deiner Diplomarbeit, noch Ja. nicht als Geschäftsführer, die digitale Akte angestoßen. Als Geschäftsführer, glaube ich, hast du schon die Transformation in Richtung Cloud vorangetrieben, wenn ich es richtig sehe.
Ja, es ist natürlich so, dass wir sehen, wir bieten verschiedene Versionen unserer Software an und auch mit verschiedenen Zielgruppen. Das fängt an beim On-Premises, dass wir ganz stark auch individualisieren und schauen, was brauchst du ganz genau, welche Datenfelder und brechen das wirklich ganz fein runter. Und das sind natürlich auch größere Projekte. Und das Ganze können wir natürlich auch dann hosten. Dann haben wir eben die Hosted Private Cloud. Aber es gibt eben ganz viele Firmen, die kleiner sind, die sagen, wir können da kein Projekt stemmen. Wir haben gar keine IT, wir hätten gar keine Server und wer soll das Ganze dann installieren? Und damit würde das Ganze zusammenbrechen. Die Aber brauchen die das haben. auch unter Umständen gar nicht als Differenzierungsfaktor. Da muss man ja auch mal Nein, ehrlich nein, sagen. nein. Die brauchen Also das nicht, aber trotzdem, die brauchen die Tools schon. Und die merken natürlich auch, wenn sie jetzt einen Bewerber kriegen und machen das manuell und das dauert 4 Wochen und andere haben schon 23 Mails gekriegt, da sind die schon zweimal eingestellt, bevor ich den ersten gesehen habe, dass es ohne Digitalisierung da nicht geht. Und da für diese Klientel haben wir ein Cloud-Geschäft aufgebaut, die Herbit Cloud. Die ist für uns sozusagen ein ganz wichtiger Faktor, weil wir hier mit Frameworks, mit vorgefertigten Lösungen agieren. Wir übernehmen die ganze Administration und helfen dem Kunden, die Technik zu vergessen und mit der Lösung zu arbeiten. Geben auch Freiheitsgrade, dass er sagen kann, ich kann meine eigenen Listen machen. Aber er soll stärker partizipieren an der Innovation, die alle mitbringen. Also wir haben einen ganz anderen Innovationszyklus, der auch die Inhalte betrifft und an denen er partizipieren kann. Ich denke, dass es das eine ganz wichtige Sache ist. Und ob das jetzt nur bei kleinen Firmen bleibt oder ob das jetzt in den kleineren Mittelstand geht und auch mal in größere Firmen, die genau so arbeiten wollen mit Out of the Box und nicht mehr mit langen Projekten, das wird auch wieder der Markt zeigen. Ich glaube, dass wir jetzt noch ein bisschen früh manchmal da sind. Wir hatten vor 2, 3 Jahren hatten wir mal so ein HR-Roundtable auf der Messe und da waren natürlich bestimmte Firmen da, die gesagt haben, ohne Cloud geht gar nichts. Und andere sagen, ja, unser Kerngeschäft ist immer noch on-premises und wir glauben, bis 2025 wird sich das auch nicht ändern. Ich mache da jetzt keine Zahl oder kein Haltbarkeitsdatum hinterlegen, aber der Weg geht schon hin, dass die Technik unwichtiger ist, dass die selbstverständlicher ist und dass es um die Lösung geht. inwieweit gleicht man das dann auch ab mit so rechtlichen Anforderungen auch? Also beispielsweise, wenn ich einen Auszubildenden an Bord hole, Meldung an die Berufsschule, Ausbildungsvertrag und so ein Kram. Das ist ja auch so mal Alltagsgeschäft, kann manchmal ziemlich nerven, kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, wenn man das abgleichen muss mit der IHK etc., obwohl die super Berater haben, die dann eben die Ausbildungsstätte auch so besuchen. Aber inwieweit gleicht er das ab mit den Anforderungen, die man so jeden Tag erfüllen muss? Also, wir schauen erstmal sozusagen, dass natürlich alles erstmal datenschutzrechtlich richtig ist und dass das Tool erstmal alles soweit kann. Und jetzt kommt es ja, habe ich irgendwie spezifische Gruppen. Aber wenn wir erkennen, da ist eine spezifische Gruppe und das wird überall gleich ähnlich oder so gefragt, dann würden wir das schon so implementieren. Aber zum Beispiel einen Arbeitsvertrag, das wäre ein Freiheitsgrad, den der Kunde an sich hat. Das wird eben über die internen Tools, die auch einer in der Cloud mit wenig Ausbildung selber bedienen kann und würde den Arbeitsvertrag selber dahinterlegen können. Der Gunnar hat jetzt natürlich auch ein wichtiges Feld geöffnet. Das eine ist natürlich, wie unterstützt so eine Software die rechtlichen Themen? Aber es ist natürlich auch eine Anforderung an die Software. Bei der Cloud gibt es ja so zwei Themencluster, die da immer beleuchtet wird. Das eine ist jetzt gerade durch die ganzen Rechtsprechungen vom Europäischen Gerichtshof kommen so Dinge wie Datenschutzverordnung und ist das überhaupt rechtssicher? Und das zweite, was die Leute ja bei der Cloud fürchten, ist, die kriegen halt out of the box und Fressvogel oder stirbt oder so ein bisschen, du musst das nehmen, was da ist. Das eine ist jetzt, wie beruhigst du potenzielle Interessenten, dass die jetzt nicht morgen irgendwie abgemahnt werden, weil sie irgendetwas machen, was letztendlich nicht rechtskonform ist? Inwieweit ist dann die Cloud doch noch individualisierbar? Oder müssen sie dann tatsächlich irgendwie in die große Lösung gehen? Also fangen wir an mit der Individualisierbarkeit der Cloud. Ein Cloud-Kunde, den wir haben,
Ich glaube nicht, dass der bereit wäre, das zu zahlen, was ein On-Premises-Kunde zahlt. Da geht es manchmal in sechsstellige Beträge, um eine Version anzupassen, um Workflows anzupassen. Und er zahlt letztendlich 4-5 Euro pro Personalfall und dann hinterher sagt man ja, das Projekt kostet 100.000. Das wäre er ja gar nicht bereit. Und aber trotzdem werden ja seine Wünsche aufgenommen und werden seine Sachen aufgenommen. Er bekommt sie dann eben nicht morgen, sondern vielleicht dann im nächsten Update oder im übernächsten Update. Ne? Also wird ja schon geschaut. Und wenn es eben ganz spezifisch ist, das muss man dann sehen, wer geht jetzt den Kompromiss ein? Aber ihr seid auch konfigurierbar, oder? Also es gibt ja, das ist schon. Also wir haben schon bestimmte Tools und wir sind konfigurierbar. Wir würden bloß nicht, sagen wir mal, komplette Prozesse abändern in der Cloud. Das sind dann schon unsere On-Premises-Kunden oder die in der Private Hosted Cloud sind. Da wird sowas gemacht, dass wirklich komplett bis auf das letzte Feld alles gemacht wird. Und natürlich hat uns jetzt das EuGH dort etwas auf den Tisch gelegt, was keiner haben wollte. Also theoretisch dürften wir jetzt hier mit Zoom gar nicht arbeiten. Das stimmt. So, das muss man ja hart sagen. Ich weiß nicht, welche Firma nicht Google Analytics nutzt. Und wenn man einmal die Tools durchgeht, wird sich jeder erschrecken, was eigentlich gar nicht mehr nutzbar wäre. Oder ich müsste jedem, bevor er ins Internet reingeht, 24 Seiten erstmal vorlegen und er muss linken. Ich glaube, das war ganz spannend. Der Ralf Korb hat auch so einen Call mit CRM-Lern und da haben sie tatsächlich mal so eine Tabelle aufgelegt, ne? Dass, wenn du die Tabelle wegstreichst, ist das das Ende der Digitalisierung, as we know it. Komplett, komplett. Also wirklich, also alle Tools, wie gesagt, also Zoom, was ja jetzt gerade boomt und viele nutzen, ne, wäre sofort weg. Ne? Ja, Zoom vor allen Dingen in der Kombination mit den 5 Plattformen, wo wir gerade übertragen. Ja. Ja, das ist aber, schwierig, ne? Hendrik, wenn uns einer fragt, das war der Gunnar. Wir haben nie gesagt, dass der das auf die 5 Plattformen. Wir wollten das eigentlich mehr so als privates Gespräch, ne? Ja, so mit uns. Eigentlich wollten wir ja telefonieren. Genau, ich danke. Gesagt, lass uns doch einfach anrufen. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir auch gleich ein privates Gespräch. Ja, genau. Nein, aber. Nein, das andere ist natürlich, dass wir jetzt überall vertraglich gucken müssen, was muss man noch nachziehen. Da sind wir jetzt gerade mit Hochdruck mit allen Themen dabei, um erstmal das Chaos aufzulisten, was da entstanden ist. Wir machen jetzt erstmal Rechenzentrum in Deutschland und so weiter. Das ist ja schon erstmal der erste Schutz und dort in die entsprechenden rechtssicheren Verträge, um ein mögliches Maß an Schutz hier zu haben. Aber irgendwie muss auch mittlerweile jedem klar sein, so ungefähr als jedem musste klar sein, dass die Abgastests falsch waren in der Automobilindustrie. So ein bisschen muss auch klar sein, wer irgendwo einen Rechner benutzt, wird irgendwo einen Fallstrick haben, wo man sagt, das ist nicht ganz konform. Und ich kenne ja ganz viele, die dann sagen, oh Gott, da muss man tierisch aufpassen, warte, ich schicke dir mal eine WhatsApp. Dann könnte ich mich immer direkt auf den Hosenboden legen. Ne? Sag ich, genau. Dankeschön, hast meine Adresse auch gerade nach Amerika. Genau. Das ist es eben, da muss man sehen, was ist noch Komfort und was will ich haben. Und also wer 100% rechtssicher sein will, muss seinen Rechner abschalten. Vor dem Hintergrund fragt Erika Mann, was hältst du von dem deutsch-französischen Projekt Gaia X? Ich persönlich gar nichts, weil ich es gar nicht kenne. Aber... Also die große europäische Cloud, meine Ex-Kollegen von Fraunhofer, die hatten auch damals schon immer den Industrial Data Space vorangetrieben. So quasi die Idee, so eine Plattform zu haben, unabhängig von den Plattformgiganten. Das gibt es natürlich immer. Also theoretisch aber haben wir das am Fraunhofer EML alles schon sehr früh durchdekliniert. Aber praktisch übrigens... Dangelmeiers Mutterinstitut damals, als wir das AZ hier hatten. Aber Gaia X, im schlimmsten Fall wird das so etwas wie die europäische Suchmaschine 2.0. Das wollte ich. Ja, deswegen, also wir kommen noch nicht an den internationalen und an den Tools vorbei. Und wer weiß, wie lange das dauert. Wir müssen jetzt eine rechtssichere Lösung kriegen. Und da muss uns auch bitte der Gesetzgeber ein bisschen helfen, da was hinzubekommen. Denn das kann ja jeder mal ausprobieren, irgendein von Microsoft oder von Amazon an den Rechner oder ans Telefon zu bekommen und dann eine Frage zu stellen. Da wird man immer nur links und rechts wieder abgeworfen. Das ist jetzt eine sehr undankbare Sache. Und dann 2 Tage später steht vielleicht schon eine Lösung da und man muss sie nur noch bestätigen. Datenschützer jetzt zu sein, ist
keine schöne Sache, spannend ist sie zumindest. Na, ich glaube, im Wettkampf, vor allen Dingen mit AWS und Microsoft, wird, sagen wir, das europäische Projekt wahrscheinlich so enden wie das, was Chirac angestoßen hat. Und dann, also bei mir gibt es ja so einen Standard im Blog. Also ich habe mal eine Zeit lang den Chirac des Tages ausgerufen, immer für irgendeinen Versager. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass man da auch mit der Suchmaschine auf die Fresse gefallen ist. Also ich fürchte, dass das mit dem Cloud-Projekt da dann auch in die Grütze gehen wird. Ne? Mhm. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen auch auf der Zielgerade und ein letztes großes Bild ist natürlich auch Zukunft. Du hast eben so einen Begriff wie HR-Identity genannt. Mhm. Du bist ja jetzt in der schönen Stadt Münster, die hoffentlich nicht für Skandale in Zukunft bekannt ist, sondern immer noch für Heribert Meffert. Ganz genau. Und für Perbit, genau. Heribert Meffert und alles andere waren hoffentlich nur furchtbare Exkurse. Ja. Der Heribert Meffert ist ja der Vater der Markenführung und der identitätsbasierten Markenführung insbesondere. Ja. Hat eigentlich immer gesagt, Unternehmen müssen auch letztendlich ihre eigene Identität haben. Ihr sagt auch in gewisser Weise, und das widerspricht natürlich ein bisschen dem Cloud-Gedanken, HR muss auch mit identitätsunterstützend sein im Unternehmen und die Kultur des Unternehmens wahren und tragen. Und interessant, wir hatten ja auch bei Remote Work, gut, da hatten wir ja auch immer das Thema, oder wir hatten ja es ja auch gerade in der Diskussion, wie kann man auch remote trotzdem so eine Gesamtidentität des Unternehmens irgendwie letztendlich unterstützen, auch wenn es remote ist. Ja. Wie fühlt man auch über HR? HR hat ja mit die wichtigste Schnittstelle zum Mitarbeiter und nicht nur, weil es Gehalt zahlt, ja, sondern vieles, wo man Stress hat beim Onboarding oder Offboarding und zwischendurch, ist ja auch HR. Also inwieweit, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, was würdest du grundsätzlich sagen? Was sind so Dinge, die du erwartest? Und Was plant ihr so in diesem Bereich HR-Identity so als Münsteraner Heilsbotschaft? Naja, wir planen erstmal sicherlich, dass wir dem treu bleiben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht dass wir gucken müssen, wie holen wir den User ab, wie holen wir die Personalabteilung ab und wie können wir dort einer der Player sein, um das Ganze zu machen. Wir konzentrieren uns im Augenblick darauf sehr stark auf Oberflächen. Wie kann ich etwas mundgerecht einem anbieten? Damit also User Experience. Kann, damit ich die User Experience, damit diese Schleife auch endlich mal weitergeht und irgendwann stoppt und sage, es wird auch genutzt. Ich habe ja nichts davon, ein tolles System zu sagen und keiner traut sich dran. Und ich glaube auch nicht an die Generation Y und Z, die dann sozusagen mit dem Computer schon in der Wiege liegen und alles können. Auch die sind nur normale User und auch die müssen rangeführt werden und die erwarten halt vielleicht sogar umso mehr, dass es mundgerecht ist. Die haben Benchmarks, wo sie sagen, wenn das hier nicht funktioniert wie Amazon oder WhatsApp oder TikTok, dann mache ich nichts mit dem Scheiß. Ja, also das ist eigentlich eine schwierige Generation. Aber eher aus so einer Konsumsicht, ne? Ja, ganz genau. Ja. Und also wir haben ein eigenes Innovationsteam, wo wir permanent den Markt beobachten. Ich glaube nicht, dass wir es uns erlauben können, Strategien zu verfolgen, die 10 Jahre lang dauern. Da passiert so viel und die Innovationszyklen sind so kurz geworden, dass wir viel schneller agieren müssen. Es ist immer nur die Frage, mache ich es selber oder binde ich was ein, was da ist, weil man dann einfach schneller ist und weil es schon einen gewissen Standard hat. Und deswegen habt ihr die Entwicklung an TikTok eingestellt. Das haben wir eingestellt, ganz genau. Die deutsche Variante von TikTok. Schade. Ja, genau. Ja, das wäre es jetzt noch. Ne? Ja. Aber das ist einfach der Punkt, dass wir schon schauen, wo gibt es links, rechts was, nicht nur im Personalbereich, sondern vielleicht in benachbarten Branchen, was jetzt so für HR interessant ist. Und mittlerweile ist man ja auch bekannt genug, dass auch viele Firmen zu uns kommen und sagen, Mensch, wollt ihr nicht mal schauen, machen wir nicht was Tolles, was können wir damit machen? Und entweder wir geben einen netten Tipp, wo wir sagen, nee, das ist nichts. Oder wir sagen, Mensch, das schauen wir uns doch mal genauer an. Und Themen wie KI, die so ein bisschen als Buzzword überall genutzt werden, versuchen wir schon ernst zu nehmen und gucken, welche Lösungen wir dort unseren Kunden anbieten können. Das wird jetzt gerade passieren, dass wir was rausbringen, aber auch in der Zukunft. Einfach
schauen, auch ein bisschen Angst und Schrecken da zu nehmen. Wir gehen da auch ganz datenschutzkonform, lassen Gutachten schreiben, damit auch der Kunde sagen kann, nee, da wird nichts Schlimmes mitgemacht, sondern es unterstützt und beschleunigt nur bestimmte Dinge. Ja, also eher anwenderorientiert als jetzt nur rein technologieorientiert. Aber jetzt nochmal das Thema HR-Identity. Also, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema für On-Premise, ja. Und ja. Du siehst als Method-Groupie, fand ich das ganz spannend, als Anspruch, dass man einfach sagt, was sind so denn die Dinge, die tatsächlich in diese Individualisierung, in diese Identitätsorientierung letztendlich treiben? Also warum gibt es überhaupt, warum nehmen überhaupt die Leute sechsstellige Beträge in die Hand, um da ihr Ding zu bekommen und nicht einmal zu sagen, hey, ich bekomme das für einen Apfel und ein Ei, wenn ich das von der Perbit aus der Cloud nehme? Ja, das kommt einfach, teilweise ist es im Unternehmen gewachsen, teilweise sind es die Branchen, sind es Branchenbedürfnisse. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme mal die Versicherungsbranche, die jetzt sagt, da ist ja ein Seminar nicht nur ein Seminar, sondern die müssen hinterher nachweisen, dass der Berater auch die und die Kenntnisse hatte, damit sie nicht hinterher eine Klage haben, weil er was Falsches verkauft hat oder bei Banken. Und beim anderen ist es das Seminar nur das Seminar. Und schon habe ich da eine ganz andere Fokus drauf. Und die Firma, die sagt, Seminar ist Seminar, will eben nicht alles so aufgeblasen haben. Da brauche ich nicht einen Prozess dahinter. Aber wir haben einen Kunden in der Versicherungsbranche, da ist der Seminarprozess auf 200 Seiten dokumentiert. So, dass das jetzt nicht out of the box gehen kann, das ist, ne, und das sind jetzt nicht 200 kleine Seiten, sondern wir sprechen schon auf DIN A4. Ne? Das ist natürlich ein Hammer. Ein Thema, was jetzt wirklich nicht im Standard sein kann. Also da ist es aber ja Regulation in der Versicherungsbranche. Ja, einfach da sagst, ist Regulation, das ist richtig. Aber es kann eben auch sein, wir versuchen natürlich schon Zöpfe abzuschneiden, wenn jetzt sagt, der Urlaubsantrag läuft immer über den unseren Geschäftsführer noch mit rüber und der muss immer zum Schluss noch Ja sagen. Ne? Wo wir sagen, ja, das braucht er nicht. Ne? Ja, und der will aber wissen, wer wann weg ist. Ne? Der kriegt eine Liste, dann kann er immer drauf gucken, jeden Tag. Und für manchen kann auch sagen, wer hat neu beantragt. Ne? Aber er muss ja nicht immer noch Ja sagen, um den Prozess zu verlangsamen. Also solche Zöpfe versuchen wir schon abzuschneiden. Aber es gibt eben andere gewachsene Dinge, die man nicht verändern kann. Wir haben auch Firmen, die haben Werkswohnungen. Auf einmal sagen die, wir brauchen eine Werkswohnungsverwaltung da drin und müssen sehen, wer wann da wohl da war und so. Ne? Dann wird eben auch ein solcher Bereich bei uns ins Personalmanagementsystem eingebaut. Und wir werden immer mehr sehen, dass eben Fuhrparkverwalter, Facility Manager mit unseren Systemen arbeiten, weil einfach da diese Personaldaten drin sind. Warum soll ich redundante Systeme aufbauen? Und je mehr ich solche Funktionen habe, wird mein Wunsch, wie das System aussieht, ganz anders sein. Also ich habe so viele Gruppen, die ich bedienen muss, denen ich mundgerecht was liefern muss, dass die Identität eines solchen Systems sich zwischen Kunde A und B immens unterscheiden kann. Ja, jetzt hatten wir KI noch angedeutet. Gibt es noch irgendetwas, so ein Spotlight, wo du sagst, da siehst du irgendwo noch eine Perspektive oder sagst du, das ist so dynamisch, ihr werdet alles... Nee, wir hören hier nach auf. Winfried, hiernach ist alles vorbei. Nach KI ist Ende. Ja. Aber vielleicht eine kurze Frage dazu. Du hast gerade das Thema Urlaubsanträge genannt. Gibt es vielleicht auch schon Überlegungen zum Thema Homeoffice, dass man das irgendwie auch managt und weiß, wer jetzt dezentral arbeitet und nicht? Ist das auch irgendwie schon ein Thema oder? Ja, also so explizit jetzt nicht, dass ich jetzt ein Homeoffice, ich könnte einen Homeoffice-Antrag stellen, aber der wird vielleicht anders gestellt werden. Oder Transparenz, Homeoffice, dass man einfach sieht, wer ist wie genau. Im Homeoffice. Weil das ist der Homeoffice-Management, mal ja. Einfach als Blackbox, was könnte Homeoffice-Management sein, ist tatsächlich mal eine Herausforderung. Die Herausforderung ist schon, welche Gegenstände hat er zu Hause? Hat er zwei Bildschirme und eine Tastatur oder hat er noch... Genau, wie ist er ausgestattet? Der macht ja gar nicht Homeoffice. Homeoffice darf man ja nicht sagen. Der macht ja Remote mobile, Work. Mobile Arbeit, ja. Mobile Arbeit, weil sonst ja. Gibt es ja Arbeitsschutz und alles Mögliche, was direkt... Genau, das ist ja so. Genau. Also wenn das regelmäßig macht, ist es schon Homeoffice. Egal, wie wir es jetzt nennen. Und das mobile Arbeiten ist ja nur mal temporär, weil der entweder ich komme von der Dienstreise wieder oder was anderes.
Nein, also tatsächlich, da spielt wiederum schon die Inventarisierung kann eine große Rolle spielen, die wir dort haben. Und vielleicht, was auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, ist die zukünftige Zeiterfassung, dass ich wirklich sagen kann, wo ist er, wann hat er angefangen und das Messen. Das ist ja auch die Angst von vielen, dass einer sagt, ich kann gar nicht mehr zeigen, dass ich so viel gearbeitet habe, weil mein Output nicht genügend war. Und da helfen uns natürlich außerhalb des Personalmanagementsystems Themen. Ich sag mal, wir setzen hier den Planner ein und machen Kanban-Boards. Und die Teams, die damit arbeiten, sagen, manchmal, ich hatte das Gefühl, heute war gar nicht so ein guter Tag, aber ich konnte wenigstens 5 Kacheln von links nach rechts schieben, die ich erledigt habe und habe doch das Gefühl, was gemacht zu haben, auch wenn es nach außen nicht so nach Output roch. Und wir müssen nicht alles in ein Personalmanagementsystem eindrücken, solche Themen. Das ist die ganze IT-Landschaft, die uns da helfen muss. Aber wie gesagt, also das Minimalste wäre zum Beispiel tatsächlich die Inventarisierung. Ja. Oder dass ich sehen kann, wer ist jetzt im Homeoffice, logisch. Gut. Ja, spannend. Das war quasi ein schönes Praxis, Pragmatik und Visionsgespräch, also jetzt auf deine Kleidung bezogen, Steve Jobs mit Ost- und West-Westfälischer Erdung. Genau. Genau. Ja. Also da mache ich ja kaum noch was sagen. Ne? Die Dark Wave, die Dark Wave Session war das. Im Übrigen, wir haben übrigens von der Erika Mann, die in Brüssel tätig ist, das Angebot, dass sie mit uns auch eine Session macht zum Thema Privacy Shield. Denn da gibt es zurzeit ja aktuelle Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und den USA über einen neuen Vertrag. Da könnte sie über das Aktuelle berichten, was in Brüssel los ist und auch zum Thema Gaia X. Also insofern, Erika, ja, haben wir das auf der Agenda, dass wir dann bei einen der nächsten Next Talks in den nächsten Wochen das aufgreifen und darauf zurückgreifen und auf dich zukommen und dann eine Schalte auch nach Brüssel machen. Ne? Und ich glaube, der Hendrik und Perbit wird weiter den HR-Markt rocken, ohne auf Gaia X zu warten. Genau, ja. genau. Wir haben mich nicht gefragt, nein. Also genau. Wir werden auf normale Standards gehen. Ich glaube, das ist so. Für alle besser. So, ja, der nächste Next Talk wird noch größer, ne? Ja, also morgen haben wir die große SAP-Runde. Das ganze SAP-Ökosystem bricht mit uns auf. Da ist der Rudi Held, die Deepak Gautam Nige dabei von der SAP, die beide so das Thema nächste Generation und Ökosystem betreuen. Der Otto Schell von der DSAG, das ist die Anwendergruppe. Und der Stefan Westphal, der ist nämlich einer dieser HRler bei der Lufthansa, die tatsächlich, sagen wir mal, eben nicht diesem negativen Zerrbild entsprechen, sondern tatsächlich ein ganz großer Innovator ist und ein ganz großer Kritiker tatsächlich unserer heutigen Unternehmenskultur. Also wer mal lesen möchte, morgen um 11 Uhr ist das. Ich habe da mal sein Vorwort veröffentlicht. Und sein Vorwort ist eigentlich ein Anklagemanifest gegen die Stillstandskultur der Deutschland AG. Also, und das ist wesentlich von ihm getrieben worden. Und er fragt natürlich auch, was kann denn da SAP ändern? Also das ist ganz spannend. Wir haben tolle Innovatoren in Münster, aber wir haben auch ein innovatives Unternehmen in Waldorf. Ne? Also SAP, ja, genau. Wobei, Hendrik, du könntest jetzt was sagen über manche Marktstudien und Rankings, aber das wäre jetzt böse. Ne? Und deswegen, aber ich will das lieber nutzen und sagen, Stefan Schüssler von SAP, herzlichen Glückwunsch heute, der hat heute Geburtstag. Ach, Stefan hat Geburtstag, sehr gut, genau, dass du mich darauf hingewiesen hast. Also das muss man auch nochmal sagen, ganz herzlichen Dank. Du bist ja auch und vor allem Gabi, ihr seid ja kongeniale Treiber der Zukunftsinitiative Personal. Und was da halt toll ist, dass halt Marktbegleiter wie die SAP, wie ihr, wie Oracle, wie WEDA, da alle sehr harmonisch zusammen versuchen, das Thema voranzubringen. Ja. Und deswegen auch noch ganz wichtig, die ganze Zeit hat sich das Publikum gefragt, was liegt dieses rosa Schwein neben dir? Ne? Mhm. Und dieses rosa Schwein ist übrigens das Schwein der ZIP. Wer HR-Thinking-Workshops der ZIP mitgemacht hat, bekam hier das Modell Knorrig von IKEA im wunderschönen Rosa. Daneben steht übrigens ein Monolith. Und der Monolith, weiß auch jeder, ist ein Symbol für den Film 2001 und der bringt eine neue Intelligenz. Und wo, wenn nicht in Münster, muss der stehen? Hendrik, ganz herzlichen Dank. Wir sind ein bisschen über die Zeit gewesen, aber war super kurzweilig mit dir. Danke. Also, Grüße und ich hoffe, Gabi ist auch mit uns zufrieden.
Super. Fein. Also man hört, sieht und streamt sich dann wieder bei der SAP-Runde. Das geht wieder über YouTube und natürlich die anderen Plattformen. Und ihr könnt dann morgen natürlich wieder mitdiskutieren. Vielen Dank und das war's. Bis dann.